Hallo und herzlich willkommen zum Wort am Montag, heute aus meiner Hängematte. Der Sommer ist Urlaubszeit und auch ich freue mich, bald für 2 Wochen aus dem Arbeitsalltag auszubrechen, mal zu verreisen, neue Eindrücke zu sammeln und mich natürlich auch mal wieder richtig auszuruhen. Alle brauchen wir hin und wieder Unterbrechungen von unseren Routinen, Zeit für uns selber. Und schön ist es natürlich, gleich 2 Wochen Urlaub zu haben, am Stück. Aber ein freier Tag, der kann manchmal auch schon reichen, um Kraft zu sammeln und frisch durchzustarten. Von so einem freien Tag erzählt ein kleines Büchlein, das ich vor einiger Zeit mal geschenkt bekommen habe und inzwischen selbst auch schon einige Male verschenkt habe. Es ist von Nicholas Allen und heißt Jesus nimmt frei. Und ich erzähle Ihnen mal, worum es geht. Auch der Heiland kann ab und an einen freien Tag brauchen. Denn wir wissen, Jesus vollbringt die tollsten Wunder und erzählt so spannend und mitreißend Geschichten von Gott im Himmel. Aber eines Tages wird Jesus müde und auf einmal klappt alles, was er sich vorgenommen hat, nicht mehr so gut. Er geht zum Arzt und er verschreibt ihm einen freien Tag. Also lässt Jesus die Jünger allein und zieht los. Als erstes schlägt er 1 Stunde lang Räder in der Wüste. Dann jongliert er eine Weile mit seinem Heiligenschein. Am Mittag macht er ein Picknick und dann nimmt er noch ein Bad in einem See. Und zuletzt unternimmt er einen Ausritt auf einem Esel. Das hat ihm schon immer besonders Spaß gemacht und dazu hat er es lange nicht mehr geschafft. Am Ende hatte Jesus einen ganz tollen Tag gehabt, aber er bekam ein schlechtes Gewissen, weil er an diesem Tag niemandem geholfen hatte. Er sprach mit seinem Vater, weil er wusste, dass er ihm alles erzählen kann und dass der immer die richtigen Antworten auf alle Fragen weiß. Und Gott nimmt Jesus zu sich und zeigt ihm etwas. Denn dort, wo er den Tag über gewesen war, hatte sich die Welt verändert. Da, wo Jesus in der Wüste Räder geschlagen hatte, sprudelten nun Quellen. Da, wo er das Picknick gemacht hatte, da wuchsen an den Palmen nun die dicksten Früchte. Und während er gebadet hatte, da hatten die Fischer Netze voller Fisch aus dem Wasser gezogen. Und alle, die Jesus bei seinem Ausritt auf dem Esel getroffen hatte, waren auf einmal ganz froh. Gott sagte zu Jesus, auch wenn du selber froh bist, kannst du andere froh machen. Nur dann geht es. Und als Jesus nach Hause kam, da sahen seine Jünger, dass er ganz erholt aussah und freuten sich. Als Jesus am nächsten Tag aufwachte, da war er so froh, dass er den Tag davor freigenommen hatte. Denn er wusste, jetzt habe ich wieder viel zu tun. Also, nehmen auch Sie sich hin und wieder mal einen Tag ganz ohne schlechtes Gewissen frei, damit Sie und andere um sich herum froh werden. Ich wünsche Ihnen und euch schöne Sommertage, eine gute Woche, bleibt behütet.